Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Opposition hat viel gelobt, denn es ist schön, dass der Bildungs- und Forschungsetat steigt. Und dieser Aufwuchs, der steht in einer langen Tradition von 1,5 Dekaden hier im Deutschen Bundestag. Und das ist gut. Aber mehr Geld hilft nicht, solange Sie keine passenden Antworten auf zentrale Probleme geben. Was machen Sie dagegen, dass Schulen, Berufsschulen und Universitätsgebäude vielerorts vor sich hinbröckeln? Oder Kinder in ländlichen Räumen 2 Stunden im Schulbus hocken, um zur Grundschule zu kommen? Oder Flüchtlinge ewig auf ihre Deutschkurse warten müssen? Was machen Sie dagegen, dass die Lehre an den Hochschulen vielfach von Lehrbeauftragten auf Mindestlohnniveau geschultert wird? Was machen Sie dagegen, dass Bildungschancen von der Postleitzahl oder dem Namen der Kinder abhängen? All das fragen die Menschen in unserem Land doch, und auf all das erwarten Sie Antworten, nicht nur von Ihnen als Bundesforschungsministerin, sondern auch mal von Ihnen als Bundesbildungsministerin, Frau Wanka. Denn gewaltige Steuerüberschüsse und marode Bildungsinstitutionen, die passen einfach nicht zusammen in einem Land der Dichter und Denker. Und wir brauchen deshalb auch weiterhin mehr Geld für Bildung und gezielte Investitionen in Forschung und Entwicklung, sonst verpassen wir Zukunftschancen. Wer unser Land beispielsweise sozial, ökologisch und digital modernisieren will, und das muss ja unser Anspruch sein, der muss anders wirtschaften und auch anders forschen. Es ist unglaublich wichtig, Pioniere des Wandels zu unterstützen, denn nur mit nachhaltiger und transformativer Wissenschaft lassen sich zum Beispiel die Klimakatastrophe und die Energiekrise abmildern. Und wir wollen als Grüne mehr soziale und ökologische Innovationen entfachen, die Bundesregierung wohl nicht, und das ist eine verpasste Chance. Unverständlich ist mir, dass Sie die kleinen und mittleren Unternehmen nicht entlasten. Diese oft sehr innovativen und kreativen Mittelständler wollen wir als Grüne einen Steuerbonus auf Forschungs- und Entwicklungsausgaben gewähren, so wie Ihre regierungseigene Expertenkommission für Forschung und Innovation. Hören Sie doch endlich mal auf die oder wenigstens auf Herrn Riesenhuber und mich. Dass Sie sich für die Bildungspolitik für im Grunde nicht zuständig erklären, das geht einfach völlig an den Menschen in unserem Land vorbei. Wenn von Flensburg bis Füssen die Eltern nach mehr guten Ganztagsschulen für ihre Kinder rufen, dann sollten Sie, Frau Wanka, sich nicht mit beiden Händen die Ohren zuhalten, sondern anpacken, damit es endlich eine neue Ganztagsschuloffensive gibt. Es versteht doch kein Mensch, dass der Bund die Nachmittagsbetreuung von Kindergartenkindern bezahlen darf, aber die für Schulkinder nicht. Und dieses groteske Kooperationsverbot in der Bildung, das muss endlich weg. Und Hubertus Heil, das war ja streng nach Verursacherprinzip, weil SPD und Union, die haben das vor 10 Jahren eingeführt, dann wird es höchste Zeit, es endlich abzuschaffen. Es geht nicht um den Wettbewerb zwischen 16 Bundesländern, sondern wir als Bildungsnation stehen in Konkurrenz- und Leistungsfähigkeitswettbewerb mit China, mit Nordamerika. Da müssen wir doch drauf gucken, und wir dürfen kein Kind in unserem Land zurücklassen. Sie haben die Bund-Länder-Wissenschaftspakte ja angesprochen. Was aber fehlt, sind die großen Weichenstellungen. Seit bald 2 Jahren können Bund und Länder dauerhaft Geld in die Hochschulen geben. Dann soll die Bundesregierung endlich das Problem der stagnierenden Grundfinanzierung unserer Hochschulen auch adressieren und angehen, damit es wirklich mehr dauerhafte Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstehen, damit es bessere Studienbedingungen für alle Studierenden gibt und damit Hochschulbauten und Ausstattung endlich auch auf der Höhe der Zeit sind. Nicht zu handeln hieß hier ein weiterer Substanzverlust, und deswegen fordern wir ein Modernisierungsprogramm für die Infrastrukturen des Wissens. Das ist dringend notwendig. Herr Kollege Gehring, kommen Sie bitte auch zum Schluss. Sie haben sich für das BAföG vorhin abgefeiert. Sie haben mit der Erhöhung jetzt zum Herbst so gerade eben die Teuerungsraten der letzten Jahre kompensiert. 6 BAföG-Nullrunden hat es in diesem Land gegeben. Mit dieser Regierungswillkür muss Schluss sein. Deshalb wollen wir als Grüne eine automatische und regelmäßige Anpassung des BAföGs und Ihr Haushalt für Bildung und Forschung.
Der muss Integration durch Bildung wuppen. Der muss die klaffende soziale Spaltung in unserem Land durch ein neues Wohlstand und Aufstiegsversprechen entgegenwirken. Denn die Menschen spüren, dass ihnen trotz der großen Steuermehreinnahmen und des Aufwuchses dieses misslingt. Deshalb mehr für Bildungsgerechtigkeit tun. Als nächstes hat die Kollegin Katrin Altensteiger, CDU-CSU-Fraktion, das Wort.